Wenn ihr nicht mehr in euren Intranet-Zugang reinkommt, das ist der Zugang, mit dem ihr auch euch bei den Rechnern anmeldet, dann könnt ihr euch meistens immer noch am Rechner anmelden und das ändern. Das ist was anderes wie der BayernCloud-Zugang, wieder was anderes wie das WLAN-Zugang. Es gibt viele Zugänge, ist ein bisschen komplex, aber schafft er schon. Also mit dem Intranet-Zugang, der nicht mehr funktioniert, anmelden. Dann, Ziel ist dieses Intranet, dass ihr da wieder reinkommt. Dann sucht ihr den Firefox. Wenn ihr den öffnet, kommt automatisch diese Seite. Und da könnt ihr auf MS School Control gehen und ja, könnt den eigenen Account bearbeiten, Benutzerkonto und dort ein neues Passwort eingeben. Passwort, Passwort und auf Übernehmen klicken und dann habt ihr das. Das Passwort braucht irgendwie sowas. Also mindestens 8 Zeichen, groß, klein, Ziffer. Es muss nicht unbedingt irgend so ein Hashtag oder so sein. Das würde schon gehen. Ich empfehle es vielleicht ein bisschen. Also alles, was ich in irgendeinem Lexikon finde, das ist nicht wirklich sicher, ein bisschen sowas, ein bisschen komplexer zu machen. Aber man ist davon abgekommen, die Leute zu bitten, sowas ganz Komplexes zu machen. Also man darf es schon sich merken können. Ja, so. Aber der Nachbar soll nicht draufkommen. Ist ja kein Geld dahinter gelegt. Genau. Wenn ihr gar nicht mehr reinkommt, dann bittet eine Lehrkraft da reinzugehen. Die Lehrkraft geht auf mehrere Accounts bearbeiten, sucht ihr die richtige Klasse, sucht dann die Person, suchen und dann kann man das Gleiche machen. Und ja, mehr ist nicht dabei.